Folge Final Fantasy 15. Ja, wir haben jetzt in der letzten Folge den einen großen Auftrag erledigt. Damit haben wir wahrscheinlich dann genug Geld, um unser Auto fertig, die Reparatur von unserem Auto fertig zu machen, zu bezahlen. Hier haben wir jetzt keine Ahnung, was wir jetzt hier haben. Ein altes Auto. Was ist hier? Was macht ihr hier? Ihr kommt wie gerufen. Mein Wagen ist liegen geblieben. Oh. Okay, eine neue Aufgabe. Die schwarzen Engel. Ja, warum nicht? Also gucken wir mal. Da. Die schwarzen. Und da müssen wir noch. Ja. Können wir annehmen. Die Gruppe findet ein liegen gebliebenes Fahrzeug am Straßenrand. Mit einem Pansset könnte der Wagen seine Fahrt fortsetzen. Auftraggeber Mann. Erfahrungspunkte 300, Belohnung 500. So, ja gut, dann würde ich mal sagen, das haben wir. Moment mal. Ach so, also wir müssen ihm wohl eins kaufen, vermute ich mal jetzt. Ja gut, das können wir dann mal machen. Allerdings würde ich dann auf der Karte dann mal so ein paar Sachen vormarkieren. Okay, dort haben wir vormarkiert. Hinten ist auch noch was. Also sollten wir dann. Gut. Ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Panzett kaufen können im Laden, also. Diese Hetzer. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Also sollte das klappen. Ja, Gladio, du hast ja hier, ne, fast oberkörperfrei hier. Also Ignis, der ist so ziemlich so am dicksten, ja nicht am dicksten, aber hier so ziemlich so bedeckt angezogen. Ja, wir können eben Waffen ausrüsten für unsere Freunde, aber im Moment haben wir da nichts gekauft. Also von daher geht das jetzt noch Ist nicht. das heiß? Allerdings. Bum, 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 bum. Ja, wir bringen ihm gleich dann ein schwarzes Panzett oder ein Sch nein, nicht schwarz, die Mission heißt Schwarzer Engel, aber man könnte ja so sagen, das haben die jetzt vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in der deutschen Version so ist oder ob die das so allgemein so von den gelben Engeln abgeleitet haben. Das kann man jetzt so vermuten, spekulieren. Na, hier gibt es ein paar Sachen. Nehmen wir mal mit. Und ich glaube, das war's, ne? Guck mal, es zeigt noch die Karte so tolles an. Mal hier weiter durch. Hier waren wir schon mal. Genau. Da waren wir, da haben wir nicht so gute Erfahrungen Ist hier das gemacht. heiß? Ja. Aber gut, da konnten wir uns gut verteidigen. Da haben wir es geschafft. Die Gefahr war, haben wir schnell gebannt. So. Liefert Elementarenergie auf die Nähe von Refugien. Ja.
Man muss hier irgendwo. Ah, da haben wir auch schon was. Hier können wir also Feuer absorbieren. Um Magie einsetzen zu können, musst du Elementarenergie sammeln. Es gibt drei Arten: Feuer, Eis und Blitz. Du findest sie vor allem in der Nähe von Refugien. Ist dein Vorrat voll, kannst du keine Elementarenergie mehr aufnehmen. Tja. Ist halt so. Oh, da hinten ist. Da hinten sind Monster. Ist hier was? Ich glaube, hier sind wir aber auch nicht ganz verkehrt. Ich glaube, da müssen wir echt hier dann so bis zum Ende. Hier gibt's was zu tun! Fein, dann kümmere dich drum. Alleine? So war das nicht besser. Ich kümmere! Das dürfte nicht lange dauern. Das schaffen wir mit Licht. Jetzt hier drauf da gegangen. Ziemlich viele, dann nehmen wir mal vielleicht den hier. Ups. Was besser aufnimmt. Na doch. Los geht's. Wie ist's hier mit? Beeindruckend. Yep. Gladio! Sauber, Gladio! Ah, da hab ich jetzt den verpasst, oder? Eine Stange ist hier einmal, was weiß nicht, war die schon da? War die schon vorher da oder ist die jetzt? Jetzt gucken wir mal. Ich sehe nichts. Da wird nichts gesehen. Klar. Ich glaube, hier sind noch welche Gegner in der Nähe. Da oben ist was. Da. Sack drauf da. Da war ich jetzt zu einfach. Und zack, mit der Masamune einmal schön da. So. Ja, von dir natürlich. Oh Mann, hab ich vielleicht den Durst? Ich bin am Verhungern. War ja so. Auch ein harter Kampf. Okay, das geht noch weiter. Kommen wir eigentlich hier hoch? Oder warte mal, vielleicht müssen wir gar nicht da hoch? Nee, müssen wir nicht. Haben wir wieder so ein paar. Oh. Eiponis-Ei. Ja, cool. Cool. Da haben wir so ein paar Materialien hier zum Kochen. Kann Ignis dann mal wieder was Schönes zaubern für uns. Oh, ein Skelett. Das sieht schon so aus, als ob das schon eine Zeit lang hier wäre. Ich vermute mal, das war so das Vieh ungefähr, was wir so besiegt haben. Wir haben ja gesagt, das war ja so eine Mutation. Also ich glaube mal gut, das war jetzt keine Mutation hier vielleicht, was da rumliegt, aber das werden wir leider nie erfahren. Da können wir jetzt spekulieren. Was sonst noch? Ich glaube, haben wir schon alles okay. Gut. Gucken, was haben wir sonst noch hier so in der Nähe? Da ist noch da, okay. Ist hier noch was? Mal gespannt, Fundstelle. Gucken, vielleicht
wartet hier ein Monster oder eine ganze Horde auf uns in so einem Hinterhalt? Man weiß ja nie. Mega Phoenix. Ah ja. Gut, jetzt sind wir hier wieder raus. So. Haben wir sonst noch was? Blitz. Ja, eigentlich. Also das wird jetzt mehr nochmal so eine Kuckenfolge, so ein bisschen hier sammeln. Oh, da haben wir so ein paar. Ja. Sollten uns mal vielleicht greife einen Feind aus dem Rücken. Okay, um einen Überraschungsangriff zu landen. Einen Überraschungsangriff kannst du einer Combo mit deinen Gefährten können. Ich glaube, der Moment ist vorbei, oder? Nord, greif den Feind von hinten an. Level 12. Nein. Bleib dicht bei mir, dann können wir zusammen kämpfen. Wow. Ich glaube, da haben wir nicht so die Chance, oder? Kommt, ich brauche Hilfe! Ah, ich glaube nicht so. Weg hier, weg hier, weg hier. Schnell weg. Haben wir keine Chance. Ah. Oh. Okay, da waren wir jetzt aus dem Kreis. Ah, nee, komm, den lassen wir mal lieber. Den lassen wir mal. Da haben wir das Refugium. So. Jetzt mal gucken, was haben wir sonst noch? Ich glaube, da haben wir hier auch schon mal alles. Dann würde ich mal sagen, können wir dann. Wann gibt es hier noch was? Nee, echt nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, lasst uns noch mal dann dahin gehen. Nein. So. Genau. Ja gut, ich meine, hier so die Stelle kennen wir ja schon so mehr oder weniger, sind wir immer schon ein paar Mal durch vorbeigerannt, aber oder drüber. Diese schwüle Luft. Ja. Aber gut. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn wir hier so. Oh, die bleiben stehen. Was ist, wenn wir drauf auf den zulaufen? Moment. Nein. Wir können nicht auf das Auto springen. Ja, und der fährt einfach weiter. Ja, was soll er aber auch machen, ne? Was ist das hier? Gibt es hier nicht irgendwas? Sagen die irgendwas dazu? Nein. Verrostete Münze. Ja, ich glaube, wir sollten auch bald mal irgendwie übernachten. Ich meine, ist ja noch ein bisschen Zeit, aber so nachts. Wobei, das wäre vielleicht auch mal interessant, nachts zu sehen, was hier los ist. Na, die Sia. Die Sicher oder Sia, wie die ausgesprochen werden. Ich glaube, ich habe genug von der freien Natur. Ich auch. Ich will ein Dach über dem Kopf und ein Bett. Ich denke, das haben wir uns verdient. Ja, Freunde, das kriegen wir hin. Wenn wir schon da sind, können wir auch dann die Quest dann mit für das Auto beenden. Auch schon Hammerhead. Sidney wartet sicher auf uns. Und vielleicht ist Sid mit dem Regal ja auch schon fertig. Was ist das? Wow. Alter, der war ja riesig. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar. Das kannst du laut sagen. Ist das lästig? Klappe zu, oh. Monster tot! Schluss mit dem Elend!
So. Also die Masamune ist nicht schlecht, aber das Problem ist, die braucht ein bisschen. Aber sieht cool aus, finde ich. So. So, zack. Bam. Ich finde auch cool, dass sich die sich verändern, wenn man den den linken Stick in eine andere Richtung drückt hält. Und wie? Weiter geht's. Also haben die schon ziemlich cool auch mit dem Kampfsystem hinbekommen. Muss man den echt lassen. Ja, und auf dem Radar haben wir ja gesehen, immer wenn da so Gegner kommen, also wenn man den Kreis, also dann erscheint ja immer auf dem Radar so ein roter Kreis. Wenn man den verlässt, dann ist man aus der Gefahrenzone, also quasi die Flucht, weil man kann ja auch fliehen. In der Regel, von normalen Kämpfen, bei Bosskämpfen eher weniger. Und da ist man dann schön safe. Also man muss nicht gegen die kämpfen, man kann. Ist es hier nachts sehr gefährlich? Vermutlich. Wir sollten überlegen, wo wir übernachten. Zuletzt. Ich habe auch noch was. Final Elixir, warte. Da hinten haben wir auch noch was zum Abbauen. Aber da laufen wir jetzt auf jeden Fall nicht hin. Kann man vielleicht dann nochmal vorbeigehen, wenn wir die Quest hier erledigen. Wir sammeln noch. Komm. Können wir auch schon mal ein bisschen nutzen, um uns mal hier so ein bisschen bei Nacht umzugucken. Ganz ruhig. Vom Tor, ganz ruhig. Ja, so weit haben wir es jetzt auch nicht. Also das ist schon easy. Okay. Ist schon okay so. Wir brauchen Licht. Okay. Ja. Also ich bin mal gespannt, in Episode Dusky gab es ja auch schon das mit dem Licht. Oh, da haben wir schon mal ein paar, aber da können wir, glaube ich, mal vorbeispazieren. Nachts kam ja in der Demo mehr Gegner, mehr Monster. Okay, Kleidung ändert auch Statuswerte. Also ich bin mal gespannt, wie das hier ist eigentlich mit nachts, ob da auch mehr Monster unterwegs sind oder nicht. Ah, hier geht's, glaube ich, ein bisschen tiefer. Okay. Lass uns ein paar Knochen brechen. Gute Idee. Ich bin dabei. Ja. Oh ja, Knochen brechen. So, dann müssen wir runter, glaube ich. Na. Ich weiß, kommen wir da überhaupt raus, wenn wir da runterspringen? Ist, ich weiß jetzt nicht. Also jetzt will ich es im Dunkeln nicht riskieren, ehrlich gesagt. Dann will ich dann doch lieber zurück zur Hammerhead laufen. Los geht's. Ja. Zack. Und da gibt's auch was vor dem Latz hier. Oh. Nochmal, weil es so schön war. Zertrümmert. Ja gut, dann gehen wir zurück nach Hammerhead. Vielleicht können wir da dann das Panzer holen. Ich gehe mal davon aus, dass wir... Ich meine, können wir ein paar Sachen verkaufen. Wir haben ja, glaube ich, ein paar Jill mehr. Ein paar Gil oder Jill. Oh, die Musik. Ziemlich düster.
So ein bisschen möchte ich so ein bisschen trotz Speichern empfohlen. Also so ein bisschen natürlich denke ich mir gerade schon so, ah, oder vielleicht mal so ein bisschen in der Dunkelheit herausfordern mit den Siechern. Ich weiß jetzt nicht, wie so ein Sieher aus, also im Film habe ich zwar einen gesehen, aber die können ja hier im Spiel natürlich anders aussehen. Und die Musik ist so düster, also... So ein bisschen ist da schon der Reiz. Da hinten haben wir noch die Horde. Ich bin müde. Wann ja. sind wir denn endlich da? Na gut, dann gehen wir zurück. Prompto fängt schon an zu meckern und zu mosern. So, ich gehe mal erstmal davon aus, dass wir hier zur Bar müssen. Ich hoffe mal, hier gibt es das nicht mit so Öffnungszeiten, dass wir warten müssen. Wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Hier kommen wir auch übernachten. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Ich hoffe mal, der Besitzer ist nur da. Was? Was war das denn jetzt? Irgendwie bin ich nicht... Da war irgendwie so ein kleiner... Bug. Naja, egal. Was das könnte sein? Also das... Hier meine Infos. Ach. Ja. Kommt da, genau, kommt da, ich glaube, da kommt aber nichts mehr Neues, ne? Das hier sind unsere Problemkinder. So, nächtlicher Niederschlag, okay. Okay, hier. Jetzt können wir, glaube ich, mal die, Nein, wollen wir nicht. Wollen wir nicht nochmal spielen. Okay, dann haben wir schon mal die Belohnung, die bekommt man dann immer so, okay. Passt bloß auf da draußen. Ja. Wir passen schon auf uns auf. Dann müssen wir, glaube ich, zu Cindy gehen. Und die steht da natürlich ganz alleine draußen. Warte, wenn wir mal kurz hier sind. Sieh dich einfach in Ruhe um. Okay. Ah, cool, hier kann man sich die Hits von den alten Teilen holen, von Final Fantasy 8 oder von 4 Sticker Hammerhead. Ach so, man kann dann auch hier so zusätzlich noch so ein paar Designs kaufen, so Sticker, okay. Ah, hier haben wir Panzett. Dann holen wir mal eins. Besten Dank. Wobei ich muss echt gestehen, vielleicht... Wartet mal, steht da was vielleicht... Für den Regalia ist es nicht zu gebrauchen, aber vielleicht erweist es sich ja... Okay. Ja. Man sieht sich. Gut, für uns jetzt nicht, aber wie vermutet... was ist denn hier? Zeit für die nächste Inspektion. Dann nichts wie hin zu Hammerhead. Wir spüren jeden Fehler auf und er ist auch... Und ist der auch noch so klein? Alter Schreber, bildet sich wohl weiter. Ja. Nur weil ich einmal hier so einen Artikel gelesen habe, prompto. Gibt es hier sonst noch was Interessantes? Schmierfix CEO. Reibung war gestern. Schmierfix ist heute. Wow, eine ganz schöne Auswahl. Union Supermotorenöl. Damit drehen sie auf. Union, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt richtig ist, aber in Final Fantasy 7 gab es so eine Stadt, die ist auch Union. Vielleicht haben die davon den Namen genommen. Wer weiß. Ja. Was haben wir sonst noch Schönes? Schau mal. Töpfe und Pfannen für ihren nächsten Campingausflug.
Sie finden nicht, was sie suchen? Fragen Sie uns. Ob was Gutes dabei ist? Wir haben aus Insomnia genug mitgenommen. Ja. Sieh mal. Was denn? Ja, was denn? Ja, da haben wir schon geguckt, Prompto. Da haben wir schon geguckt. Da hast du mich noch vorhin ausgelacht. Oder wolltest du dich über mich lustig machen, ne? Wo bist du? Ja, genau du. Was wir hier so Tolles haben. Oh, du kommst ja auch irgendwie durch. Du kannst irgendwie durch die Wand laufen, Ignis, oder was? Naja. Ach ja, was ich sagen wollte. Ich versuche eine Folge von Final Fantasy 15 rauszubringen. Ab heute auch eine, also jetzt, wenn die Folge rauskommt, ab heute auch von King's Tale eine Folge. Mal gucken, ich versuche soweit einzuhalten. Zusätzlich möchte ich dann noch eine Folge von No Man's Sky oder The Crew rausbringen. Also quasi im Endeffekt immer drei Folgen. Ich kann es nicht versprechen, aber ich versuche es zumindest einzuhalten. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. So. Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. So eine Kamera hat der? Ich dachte, das wäre so eine Digitalkamera, ja. So eine analoge Kamera. Ach ja, und Hoheit? Könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Das müssen wir uns nochmal überlegen. Na komm, machen wir. Die hat uns ja auch einen guten Deal besorgt. Klar, warum nicht? Vielen Dank. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. Ja, kriegen wir hin. Jetzt, wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht hinters Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Natürlich. Das würde mich mal interessieren. Okay, warum nicht? Du weißt es natürlich selbst, aber fahr vorsichtig. Also so wie bei GTA, meinst du? Ach, fast vergessen. Ach, ich wollte euch ja noch fragen, ob ihr den Regalia tunen möchtet. Wartung, Individualisierung und Tuning. Hm. Guck mal, was haben wir hier für Schönes zur Auswahl? Was darf sein? Oh, wir haben so ein schönes Menü. Sucht euch eine Farbe aus. Oh. Und die Musik. Wow. Welche Farbe soll's sein? Sucht euch eine Farbe aus. Mhm. Ich glaube, ich nehme den Blau. Welche Innenraum? Farbe möchtet ihr für die Sitze? Jetzt können wir so ein bisschen unser Auto hier tunen. Mhm. Lila, schwarz, blau, aquamarin. Ja, ich denke mal so, blau, aquamarin ist schon cool hier. Passt. Und Felgen. Was ist mit den Felgen? Also mehr so im Blau. Ja. Also ich finde jetzt hier zum Beispiel Nachtblau nicht schlecht oder Hellblau. Naja, wobei vielleicht können wir ja da den... Vielleicht würde ich dann hier... Das sieht von der Farbe... Also wenn man so sieht, da... Ich bin jetzt kein...
Experte, so in der Terminologie. Aber hier sieht man so quasi das Drumherum. Hier ist mehr so bläulich. Bei Nachtblau ist mehr, also ist dieses, was vorhin so blau war, mehr schwarz. Und jetzt haben wir so diese, ja, Gravuren auf der Felge. Die sind jetzt mehr so blau. Ja, komm, lass mal erstmal so. Mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Plant Leviathan, ja gut, das können wir auch vielleicht irgendwann mal machen. Aber erstmal bleiben wir dann. Warte mal, guck mal hier, wie sieht das so aus? Das sieht aber auch nicht schlecht aus. Wir bleiben mal bei dem hier. Ah, ich glaube, ich habe die Änderung jetzt. Überraschung! Wir haben neue Teile reinbekommen. Wow! Oh, geil. Geil, geil, geil. Da hat sich das ja schon begonnen. Was darf denn heute sein? Nee, aber. Welche Farbe soll es sein? So. Welche Farbe möchtet ihr für die Sitze? Und? Was ist mit den Felgen? So. Deine Änderungen gehen verloren, Vorfahren, nein. Bist du dir sicher? Den Rest übernehme ich. Müsst jetzt auf unser Auto warten? Nee. Fertig. Na, was sagt ihr? Cool. Ja, finde ich cool. So, wir sollten jetzt aber noch nicht großartig auf Tour gehen. Warte mal, hier können wir einmal die Aufträge, Aufgaben, ne? Genau. Ja, gut, das ist das andere Ende. Ich würde sowieso sagen, wir gehen erstmal dahin. Erledigen wir das dann. Vielleicht können wir ja auch ein bisschen was verkaufen. Hier habe ich doch schon was Blaues gesehen, da, genau. Metall, also ich würde mal sagen, wir gehen mal vielleicht ein bisschen was verkaufen, um ein bisschen Money zu machen. Dann übernachten wir, essen was und dann fahren wir los. Nett, dass du mal wieder reinschaust. Finde ich auch. Ich glaube, hiervon können wir alles gebrauchen. Spinnenseide. Eine Angelschnur, ah, okay, wobei, ich würde das vielleicht dann doch lassen. Naja, das ist so hier so Angelsausrüstung, da würde ich mal sagen, behalten wir das mal lieber. Weißsteinsplitter. Das Bruchstück eines Naturerzes, aus dem weiße Farbe angefertigt wird. Es lässt sich mit anderen Farberzen zur neuen Farbkombination mischen. Oh, naja, ich glaube, das lassen wir. Ah, Wertgegenstände hier. Bronzereif. Ich glaube, hier sind wir dann richtig. Kaufen wir. Ja. Ich glaube, ich habe. So. Besten Dank. Panzer lassen wir mal. Eisenklumpen. Ein altes Stück Eisen. Ja. Verkaufen wir trotzdem. Auch wenn es einen geringen Verkaufswert hat. Yep. Skorpionstachel, ja, den verkaufen wir natürlich auch. So. Versteinerte Muschel. Verkaufen wir auch. So. Gut, da haben wir jetzt mal ein bisschen wieder Knete hier. Ich würde mal jetzt aber sagen, gucken wir mal. Genau. Dann würde ich mal sagen, einmal hier. Genau. Jetzt. Besten Dank. Yep. Und da geht schon wieder das schöne Geld flöten. Jo. Und schon sind wir wieder fast pleite. Als Fan der Tankstelle kommt man uns
guckt man um uns nicht herum. Haben wir ja. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir können in dem Wohnwagen jetzt, wir haben genug Geld und können übernachten. Wäre natürlich schade, wenn wir es nicht könnten. Um angesammelte EP auf die nächste Stufe anrechnen zu lassen, musst du irgendwo übernachten. Wähle je nach Situation die geeignete Unterkunft. Wohnwagen, EP-Bonus, aber kostenpflichtig. Hotel, hoher EP-Bonus, aber vergleichsweise teuer. Camp, positive Zustandsveränderung durch Gerichte und kostenlos. Ah, okay. Übernachten, oder? 30 gibt. Ja, machen wir. Machen wir. Können wir uns mal auch mal angucken, wie das ist hier in so einem Wohnwagen. Jo, Knies, da kannst du kochen. Da kannst du schon kochen. Oder doch nicht, vielleicht kocht er doch nicht. Level 4, Level 5. Ja, jetzt Level 5. Talentstufe gestiegen, finde nach Kämpfen gelegentlich Allheilmittel, okay. Und wir haben 2 Trophäen bekommen. Neuer Filter Road Trip, okay. Ich glaube, da müssten wir den Ignis auch ein bisschen mehr kochen lassen, damit sein Level ansteigt und wir müssen mehr angeln. Ja, komm, speichern wir mal. Mal, das sieht nicht so berauschend aus. Wobei, ach komm. Gutes Foto. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Ich frage mich eigentlich, wann der Prompto, ob man das sehen kann, ob wenn Prompto Fotos macht oder wie das so ist, ob das jetzt einfach nur so. Wow, das ist richtig gut geworden. Und der Regalia ist auch schön drauf zu sehen. Oder ob das so bestimmte Fotos, vorgegebene Fotos immer sein sind. Naja, gut, neuer Tag. Vielleicht sollten wir mal ein paar Fertigkeiten hier. Oh, 75. Oh, da haben wir aber ziemlich viele. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal hier ein bisschen was anderes auch. Gehen wir mal zum Beispiel auf die Statuswerte. Erlaubt das Anlegen von 2 Accessoires. Okay. Hier können wir, glaube ich, noch. Nee. Da kommen wir nun, okay. Was haben wir hier Schönes? Erhöht die LP aller Gefährten um das Doppelte ihrer jeweiligen Stufe, okay. Ersetzt gleiche Effekte niedriger Stufe. Ja, finde ich, das ist doch mal was Feines. Das können wir auf jeden Fall nehmen. Was haben wir hier? Erhöht die Stärke aller Gefährten um ihre jeweilige Stufe. Da brauchen wir mal ein bisschen mehr. Hier auch. Hier auch. Da auch. Da brauchen wir ziemlich viel. Hier können wir aber vielleicht was loswerden. Was aber nur für Noctis. Ne? Vielleicht muss man gucken, ob wir überhaupt so viel Accessoires haben. Also da muss. Bronzereif, ja, die LP steigen. Wie ist das eigentlich bei den anderen? Hier können wir auch, glaube ich, ne? Da müssten wir uns dann aber
Ein paar kaufen, da brauchen wir aber auch noch ein bisschen Geld. Guck ich einen an. Ja, wenn es jetzt, warte mal, das sind wahrscheinlich auch hier, okay, für die Gladiolus, okay. Ja, für die anderen auch nochmal. Vielleicht haben wir noch was hier, Erkundung. Erlaubt Prompto im Kampf zu fotografieren. Maximal können 5 Fotos gespeichert werden, Kosten. Ja. Brauchen wir jetzt nicht so. Gewährt für jeden gefangenen Fisch. Ja. Herr der Heringe. Gewährt zusätzliche. Aha. Gewährt zusätzliche FP beim Zelten. Das könnte man vielleicht. Das könnte vielleicht auch nicht schlecht werden. Weil dann können wir immer, wenn wir dann irgendwo zelten, kriegen wir dann zusätzliche FPs. Das ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Okay, ist auch nicht einem Schokobo. Ich würde mal sagen, ja, nehmen wir mal das hier. Das ist auch gut hier für den Baum. Heilung, genau. Was können wir hier? Regeneriert rapide DLP, wenn Noctis nach einem Punkt Warp an seiner Waffe hängt. Okay. Erhöht die Verteidigung eines Gefährten, der aus einem kritischen Zustand gerettet wurde. Also natürlich sind immer am besten die Sachen, sage ich mal, nicht schlecht, wo wir das ganze Team da mit drin haben. Erhöht die LP und MP-Regeneration. Also ich würde eher sagen, da haben wir aber nicht genug. Dann lassen wir es mal. Talente. Noctis und seine Freunde besitzen jeder ein besonderes Talent. Talente verbessern sich durch unterschiedliche Aktionen. Noctis angeln, Gladios Gebiete erkunden. Ah, okay. Ignis kochen, Prompto fotografieren. Ja. Unser guter Noctis hatte leider noch nicht die Chance zu angeln. Fülle Elementar. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Wir schon mal können wir mal vielleicht hier Blitz mit Eis kombinieren. Ah, cool, hier kann man also ein Item dazu packen. So, was, wenn wir 8 da haben? Hier möchte ich eigentlich nichts haben. Wobei, so ein Heiltrank vielleicht. Ars Vitae 1 mal 3 Heilungsstufe 5 wiegt Feuer, Eis oder Blitz und heilt gleichzeitig die LP des Anwenders. Okay, machen wir mal Alchemist. Ja, ins Inventar legen. Vielleicht kann man auch später hier mehr erstellen, bestimmt sogar. Hier haben wir natürlich unser Inventar, ne? Okay. Ja, und hier ist die Galerie wahrscheinlich. Fotos, wirf einen Blick ins Album und stelle Filter ein. Geschichte, blättere durch Ignis Kochbuch. Fische, sieh dir an, welche Fische Noctis schon an Land gezogen hat. Ah, okay. Album.
Ja, hier haben wir, glaube ich, dann unsere. Genau. Unsere Bilder. Können wir einen Filter. Roadtrip. Oft. Was wir hier haben, Gerichte. Ja, die kennen wir dann schon. Ich glaube, da war noch ein Gericht, das war zu teuer. Fische. Ja, da wir noch keinen Fisch geangelt haben, gibt es natürlich auch hier nichts. Ist klar, so. Ich würde mal sagen, dann. Hey. Na? Ab zum Auto. Automatisches Fahren, nein, manuelles Fahren. Oh, hier haben wir auch Geschäft. Ach so, das habe ich gelesen. Man soll wohl vom Auto auch die Möglichkeit haben, einkaufen zu gehen. Gehen wir. Los geht's. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir mal hier die erste Klamotte, und zwar geben wir dem einen Herrn, bringen wir ihm das Pan-Set. Gut, gucken wir mal jetzt hier Regalia, beschleunigen R2, das ist gut, das ist auch gut, wenden, aussteigen. Ah. Okay. Hammerhead ist eine tolle Werkstatt. Also, Mann. Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach. Daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee. Wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. Also ich find's lustig, wenn wir dann versuchen, so in den Gegenverkehr zu fahren. Also wenn wir dagegen halten, dann können wir auch im Gegenverkehr fahren. Aber wenn wir jetzt nichts da machen, dann lenkt er sich dann von alleine auf den richtigen Verkehr. Oh, wir wurden sogar überholt. So, jetzt müssen wir einmal hier nach links. Kommen wir eigentlich so aufs Feld, das will ich mal jetzt testen. Nee, geht nicht. Raus mit euch. Ah, er fährt nochmal schön auf die andere Seite. Bloß nicht da beim Gegenverkehr, ne? Na dann, sehen wir uns mal um. Oh, da ist so eine ganze Herde von denen. Also da kommen wir gegen die nicht an. Aber da wollen wir auch erstmal gar nicht hin. Vielen Dank. Ihr wart meine Rettung. Ein Problem weniger. Zeile für Zeile. Ja, haben wir so ein bisschen wieder Geld bekommen. Theoretisch könnte man ja mal noch so ein Panzer holen. Man weiß ja nie. Vielleicht findet man unterwegs noch jemanden, der auch da Hilfe braucht. Straßensperre, da kommen wir nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Da auch nicht. Also wir sind hier schon auf dem Gebiet hier begrenzt. Die einzige Stelle, wo wir hier durchkommen, ist hier. Und dann, ich glaube hier, also ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr da euch die Trailer angesehen habt oder nicht, aber
Ich kann mir schon vorstellen, was, wo dann als nächstes die Route geht. Wir haben so viel gemeinsam, aber ich habe bestimmt keine Chance bei ihr. Prompto ist schon wieder am Tagträumen. Wenn all das vorbei ist, gehe ich sie in Hammerhead besuchen. Dann würde ich mal sagen, geben wir mal das Paket ab. Eigentlich muss man auch ehrlich gesagt nur Gas drücken. Der Wagen lenkt sich quasi von wie von alleine. So, machen wir mal Musik an. Okay, das ist hier dieser Track von der, wie heißt der nochmal? Afrojack, der sich da, gab es ja auch mal so einen Trailer mit dem Lied. Was haben wir noch? Okay, ja, dann. Dann sind wir ja noch nicht, ich dachte, wir sind schon drüber gefahren. Aber nee, wir sind ja noch genau richtig. Nee, parken wollen wir nicht. Und einmal hier abbiegen. Jetzt mal ein bisschen mit Schmackes. Okay, schade. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Warte, einmal kurz wenden. Jetzt gehen wir hier nochmal mit Vollgas. Wir gucken, was passiert. Okay, er wendet von alleine so ein bisschen. Ich finde, er biegt ab von alleine. Mal gucken, wenn wir jetzt hier. Okay. Wobei ich überlege mal gerade. Ah, da kommen wir eh nicht weiter. Da kommen wir eh nicht weiter. Ich frage mich, ob man überhaupt hier hinkommt. Das war ja auch. Sieht so aus, als ob wir da gar nicht hinkommen. Mal gucken. Es sei denn, wenn wir später fliegen, weil wir. Ja, genau, da kommen wir, glaube ich, da nicht weiter. Wobei ich würde mal sagen, lass mal gucken, wie weit wir da hinten in die Richtung kommen. Ne, aber später können wir ja mit dem Auto fliegen. Da können wir dann bestimmt dahin fliegen. Ne, aber eigentlich muss ich sagen, es hat mit dem Fahren ziemlich chillig, weil man muss echt nicht viel machen. Einfach nur Gas geben, also beschleunigen, und das lenkt sich fast wie von selbst. Ja, links unten die Benzinanzeige, der Benzinstand wird weniger, ist klar, ist logisch. Aber es ist ein interessantes Feature, was die reingemacht haben. Mal wissen, was, wenn wir jetzt zurückfahren, was die da am Sagen sind. Kommen wir nicht durch oder was auch immer. Genau. Kontrollposten in Somia. Insomnia. Oh, die Straße ist hier nicht gut. Ja, da kommen wir nicht durch. Oh, hier haben wir auch jetzt so ein bisschen Regen. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur an der Ortschaft hier liegt oder. Und wenn wir gleich weiter rauskommen, ob es dann wieder aufhört, ich weiß nicht. Also wäre natürlich cool, wenn man natürlich auch so hier das mit dem Wetter so hat. Mal gucken. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mal das Paket noch abgeben. Und ich denke mal links oben, also jetzt nicht ganz links oben, also mittig, aber ist ja hier diese Tastenbelegung. Da können wir dann gucken. Ich denke mal hier der oberste Punkt Regalia, da ist das Menü. Dann können wir dann wieder umstellen, ob wir automatisch fahren wollen oder nicht.
So, jetzt fahren wir aber mal nach links. Nach links. Ja. Wobei ich würde mal sagen, lasst mal den Aufgabenziel. Ja. Dann kann jetzt Ignis mal fahren. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Ja, oben haben wir auch so eine Leiste. Dann können wir sehen, wie viel wir schon zurückgelegt haben. Wie viel wir noch vor uns haben. Ich frage mich eigentlich, ob man dann auch später den Tank auch vielleicht noch mal vergrößern kann. Was passiert, wenn wir ja keinen Sprit mehr haben? Müssen wir dann das Auto wieder schieben? Boah, das wäre jetzt echt makaber, vor allem wenn man so weit entfernt ist. Ach ja, hier irgendwo ist ja so eine Mine. Da kann man auch irgendwann mal hingehen. Da lag irgendwas. Ja, guck. Ignis, jetzt. Halt mal an. Verstanden. Schon wieder latschen. Da war was. Da war ein Gegenstand. Also ich weiß jetzt nicht. Müssen wir jetzt extra wegen jedem kleinen Pipapo stehen. Aber allerdings, wenn wir da, je nachdem was es ist, wenn wir es verkaufen, gibt's Geld. Und wir haben gar nicht so viel Geld, weil uns ich natürlich die Greatest Hits von Final Fantasy 8 und 4 kaufen musste. Und noch ein paar anderes. Ja, ich glaube, in dieser Folge wird da jetzt auch storytechnisch nicht mehr viel kommen, weil die ist auch schon fast rum. Ja, versteinertes Holz. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Wert das hat, aber gut. Können wir auf jeden Fall verkaufen. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Ja, das sieht echt lustig aus, wenn wir jetzt hier so am Spazieren sind. Mitten in der Pampas. Da hinten sind da wieder diese komischen Viecher, wo wir gar einfach keine Chance hatten. Oder kaum. Wir haben jetzt auch gar keine hier keine Effekte für uns, keine Zustandsveränderung. Automatisiertes Fahren fortsetzen. Lass nichts liegen. Okay, los geht's. Was haben wir sonst noch hier? Lasst uns bald mal eine Pause einlegen. Ja, hab einen Brand wie ein Garula. Klingt nach einem Grund für einen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Ignis übernimmt im automatischen Modus das Fahren. Wenn du im Menü ein Ziel wählst, bringt er dich auf den kürzesten Wege, hin. Nachts, wenn sicher die Gegend unsicher machen, fährt Ignis jedoch nicht. In diesem Fall muss Noctis das Steuer übernehmen. Ja gut, da die Folge jetzt zu Ende ist, ich weiß jetzt nicht, was da alles kommt, würde ich jetzt mal sagen, ich werde in dieser Folge mal jetzt nicht dahin gehen zum Ziel, sondern das hebe ich mir lieber für die nächste Folge auf. Ach, da haben wir auch noch was. Ja gut, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Noct, sehen wir uns das mal an. Was denn?